dann ich fange mal an. Herzlich willkommen hier bei der Fahrschule Duru. Ich habe heute einen Interviewgast hier, Matthias Tschech ist bei mir. Ja, Fahrschulinhaber in Kalletal-Hohenhausen. Und ja, der hat mich gut vor drei Monate das ist bestimmt schon her, ja. Angesprochen, ob ich nicht seine Fahrschule übernehmen möchte. Er möchte aufhören. Ja. Erzähl doch, wie bist du dazu gekommen, überhaupt erstmal Fahrlehrer zu werden, Matthias? Und das war also, boah, nach meiner Bundeswehrzeit hatte ich die Alternative, entweder eine Fortbildung im Bereich Verwaltung machen zu können oder eben auch den Fahrlehrerschein machen zu können. Ich habe den Fahrlehrerschein also nicht bei der Bundeswehr gemacht, sondern beim Verkehrsinstitut in Bielefeld. Das war so 1981 habe ich da angefangen am Institut und 82 habe ich dann im März 82 meinen Fahrlehrerschein gemacht. Wahnsinn. Ja, und das ist jetzt nahezu 39 Jahre her. Mhm. Und ich denke mir mal, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, auch mal ruhiger zu werden, kürzer zu treten, weil eben viele Dinge dafür sprechen, dass ich mich jetzt langsam so ein bisschen aus dem aktiven Geschehen zurückziehen werde oder zurückziehen muss, eben auch aufgrund der Situation. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Fahrlehrer zu werden? Man muss, um Fahrlehrer zu werden, erstmal sehr technikaffin sein. Okay. Und dann muss man etwas haben, was man nicht lernen kann. Das ist Geduld. Ja. Geduld ist das A und O in unserer Branche, in unserem Beruf. Wer eine kurze Zündschnur hat, ist, denke ich mir mal, in diesem Beruf gänzlich ungeeignet. Mhm. Und man muss auch sehr viel Empathie haben, die man den Leuten, der Kundschaft entgegenbringt. Denn wir haben es ja nicht mit irgendeiner Maschine zu tun, genau, wo ich 8 Stunden stumpf Knöpfe drücke, sondern wir wechseln im 45- oder 90-Minuten-Rhythmus, ja, zu unserer Kundschaft und jeder Kunde ist individuell unterschiedlich, der natürlich erwartet, dass wir auf ihn und auf seine Bedürfnisse eingehen. Ja, natürlich. Und man darf ja auch niemals vergessen, dass jeder Kunde oder Fahrschüler auch halt Leistungsdruck hat. Ja, Leistungsdruck in der Schule. Vor allem das gerade die Abi-Phase, ja, und vielleicht gerade auch die Beziehung belastet, vielleicht auch einen. Ja, man weiß ja nicht, ja. Gut, okay. Du bist ja auch schon lange genug da im Geschäft und weißt ja, dass wir häufig nicht nur Fahrlehrer sind, sondern zum Teil auch Therapeuten. Ja, das ist, wenn dann, wenn es dann gar nicht mehr geht, dann muss man halt mal eine kleine Pause einlegen. Und dann kommt es oft genug vor, dass einem dann auch so das Herz ausgeschüttet wird. Wobei man natürlich darauf achten muss, dass man nicht zu viel an sich ranlässt und auch nicht zu intensiv sich mit dem einzelnen Fahrschüler beschäftigt, auseinandersetzt. Weil das könnte auf der anderen Seite vielleicht falsch interpretiert werden. Ja, ja. Da muss man natürlich als Fahrlehrer auch so eine gewisse Vorsicht walten lassen. Eine freundschaftliche Distanz, sage ich, ist die gesunde Mischung, Basis definitiv. Ja. Und der Fahrlehrer an sich, der Job, ist ja auch natürlich so eine Art Entertainer, Motivierer, ja, der immer wieder, der aufs Neue den Fahrschüler motivieren muss, damit der Fahrschüler auch natürlich seine Ziele erfolgt. Ja, 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 ja. Und wie war es dann, so deine ersten Erfahrungen? Ich habe meinen Fahrlehrerschein, also wie gesagt, da im März 1982 gemacht, hatte dann meine erste Anstellung in Hameln. Ja, okay, das ist natürlich von uns aus eine Stunde Weg. Mhm. Ja, im Berufsverkehr, morgens eine Stunde hin, abends eine Stunde zurück und dann natürlich jeden Tag tapfer 495 Minuten, ne? Mit oft genug abends noch Unterricht. Ja. Ne? Okay, dann wissen wir beide, wovon wir sprechen. Ja? Habe dann nach Kalletal gewechselt, zu der damaligen Fahrschule Schwage, der übrigens der Gründer, der heute in Lembo ist, der diese geschäftliche Idee hatte. Mhm. Und da habe ich dann auch den Lutz Rüdiger Ott kennengelernt, ja, mit dem ich mich dann Mitte der 80er Jahre selbstständig gemacht habe. Mhm. Ja, so, und von da an, ja,
nahm das so stetig seinen Lauf. Wir haben uns dann also ganz gut entwickelt, ja, bis es 1995, Mitte 1995, zu einer Trennung zwischen Lutz Rühhaut und mir kam, bedingt durch den Tod seiner Frau. Und dann eben zur Disposition stand, wie es von da aus weitergeht. Mhm. Ja, und haben wir uns eben so verständigt, dass wir gesagt haben, okay, Lutz, du behältst die Geschäftsstelle in Lemgo und ich führe die dann in Kalletal weiter, um ihm eben, um den Lutz freie Hand zu geben, wie er sich im weiteren Verlauf seines Lebens, wie er sich entscheidet, ob er hier vor Ort bleibt in Lemgo oder ob er eben nach Heinsberg, er kam aus Heinsberg, oder ob er da zu seiner Familie nach Heinsberg zurückgeht. Ja, ja, und seitdem bin ich eben ja, als Kalletaler Urgestein ja, in Kalletal unterwegs. Ja. Ja. Kalletal, für dich, Holger, so zur Information, wir verfügen also über 14 Gemeindeteile in Kalletal, haben etwas über 16.000 Einwohner im Kalletal, von denen, ich sag mal, rund 4.000 in 39 Jahren bei mir einen Führerschein gemacht haben. Okay. Das ist schon mal eine Hausnummer, also du hast ja wirklich viele Leute, viele Generationen jetzt, mittlerweile die dritte Generation das macht jetzt bei dir den Führerschein. Das ist vollkommen richtig, das ist die dritte Generation. Wenn ich mal überlege, so wie das in den 1990er Jahren gewesen ist, durch Wiedervereinigung über Siedler und Aussiedler, da war es ja am Anfang so, dass die, ich nenne sie einfach mal Russlanddeutschen, ja, dass die hier am Anfang vollkommen ohne Prüfung die Fahrerlaubnis umgeschrieben kamen. Und später war es dann 12 Monate und nochmal später waren es dann nur noch 6 Monate. Mhm. Und so kam es eben, dass ältere Herrschaften Ende 50, manchmal bitte 60, auf einmal in Deutschland neue theoretische Prüfung machen mussten und neue praktische Prüfung machen mussten. Das war dann die älteste Generation. Und von denen dann die Kinder, die waren dann irgendwo so zwischen 30 und 40 und machten dann Führerschein, diese Umschreibung. Ja. Und dann kam von denen die Kinder, die zum Teil heute mein Klientel darstellt. Ja, das ist also wirklich, wie du sagst, die dritte Generation, mit der ich da unterwegs bin. Und wir dürfen so, sozusagen ab dem 2.1. in Kalletal die Fahrschule übernehmen. Dazu sind wir natürlich auch, also wir sind sehr stolz, wirklich das weiterzuführen, was du dort dann aufgibst quasi. Und werden natürlich dementsprechend genauso die Kunden noch behandeln, ja. Weil das ist dann auch deine Herzensangelegenheit, natürlich auch meine Herzensangelegenheit. Wenn man eine Fahrschule übernehmen sollte, sollte man auf jeden Fall auch die Kunden so behandeln wie der Vorgänger. Wie sie es gewohnt sind. Wie es gewohnt ist, wie es auch menschlich normal ist. Und wie siehst du das Berufsbild Fahrlehrer in der heutigen Sicht aus? Also in der heutigen Zeit, gut, mein Sohn ist bei VW in der Forschung und Entwicklung. Ja. Deshalb kann ich da so ein bisschen weiter in die Zukunft gucken mit Informationen, wie das vielleicht der eine oder andere kann. Also wir werden, der Beruf des Fahrlehrers wird also auf den nächsten Dekaden nicht aussterben. Mhm. Das sehe ich also garantiert so. Ein Beispiel, wenn du in Urlaub fliegst und du steigst in den Flieger ein, außer dir noch 300 Menschen, und du würdest feststellen, da vorne sitzen nur Computer im Cockpit, würdest du dich da wohlfühlen. Ja, vielleicht gibt es irgendwann mal Komplikationen, wo dann der Computer nicht drauf programmiert ist oder keinen Lösungsansatz parat hat. Mhm. Und dann muss da vielleicht irgendjemand Entscheidungen treffen oder eingreifen, der ausgebildet ist. Mhm. Gut, wir können jetzt ein Auto nicht unbedingt mit dem Flugzeug verbinden, aber die Ausbildung des Fahrzeugführers wird also noch uns über bestimmt 2 Dekaden noch begleiten, bevor ein vollautonomes System entwickelt ist, um dann wirklich zu sagen, wir brauchen keine Fahrzeuge mehr mit einem Lenkrad, wir brauchen keine Fahrzeuge mehr mit jemandem, der eine Fahrausbildung hat. Das sind dann irgendwelche Roboterautos, die vielleicht kommen würden können, wo ich dann einsteige, meinen Wunsch äußere, wo ich hin möchte, und dieses mobile Fahrzeug
wahrscheinlich mit E-Antrieb mich dann dahin bringen. Ja. Ja, aber das wird noch ganze Zeit dauern, bis wir so weit sind. Wenn ich allein daran denke, wie sich die Infrastruktur ändern muss, ich denke mal so an G5, wir kommen jetzt vielleicht in die Politik, gehört ja vielleicht hier und nicht unbedingt hin dazu, aber das ist ja die Basis, um autonomes oder teilautonomes oder teilautonomes Fahren haben wir ja schon, aber um vollautonomes Fahren realisiert zu kriegen. Und das sehe ich also noch nicht so am Horizont, dass das in den nächsten 5 oder 10 Jahren der Fall in der Masse verbreitet der Fall sein wird. Also ich bekomme ja halt auch sehr viel Nachfragen, wie wird man Fahrlehrer, welche Voraussetzungen gibt es da? Dazu werden wir einen Link auf jeden Fall im YouTube-Link, also in dem Video hier hinterlegen. Ja. Und viele sagen, es sind auch negativ eingestellt. Ja, viele sagen, ach, Fahrlehrer, das wäre gar nichts für mich. Ja, ich raste schon aus, wenn meine Frau zu, mein Schild übersieht oder zu schnell fährt oder zu dicht auffährt. Ja. Oder meine Freunde. Ja. Wie siehst du das als Fahrlehrer? Oder wir kennen das, das ja, aber wie das siehst du das? Geduld kann man nicht lernen. Man hat sie oder man hat sie nicht. Wenn man sie hat, dann ist man dafür geeignet. Natürlich das technische Wissen natürlich, muss man mitbringen. Ja, wo ich sagen muss, wie sich die Anforderungen zum Ergreifen des Fahrlehrerberufes in den letzten Jahren verändert hat, gehe ich also nicht unbedingt konform mit. Ja, dass ich also heute ein Fahrlehrer werden kann, der Klasse B, ohne einen Motorradführerschein zu haben, ohne einen LKW- oder Busführerschein zu haben, das entzieht sich meinem Verständnis. Wie will ich einem Fahrschüler die Probleme eines LKW-Fahrers oder vielleicht die Emotionen, das Gefühlsleben eines Motorradfahrers nahebringen, wenn ich selbst keinen Motorradführerschein habe? Ja, also da muss ich also sagen, da hätte ich also diese Anforderungen nicht so weit runtergefahren. Vielleicht muss man ja nicht zwangsläufig Ausbildungsfahrlehrer sein für die Fahrerlaubnis der Klasse A oder für die Klasse C. Ja, aber den Führerschein als Basis, da würde ich also auf jeder Zeit in jedem Fall hintendieren. Ja. Die fachliche Kompetenz wichtiger oder eher die soziale Kompetenz eines Fahrlehrers? Das würde ich gleichwertig wichtig. Ja, also ich muss natürlich fachlich kompetent sein. Mit so viel Berufserfahrung, mit so vielen Jahrzehnten, schmeißt mich so leicht nichts mehr aus der Bahn. Aber was sagte unser Dozent am Verkehrsinstitut früher? Kein Mensch weiß alles. Du musst nur wissen, wo es steht. Und zu meiner Zeit hatten wir dann noch so einen dicken Wälscher, das war die Beck'sche Textausgabe. Heute steht da nicht mehr Beck drauf, heute steht da Google drauf. Und jeder kann sich da äußerst schnell mit Informationen versorgen. Aber gut, man muss sich manchmal dann auch eingestehen, dass man vielleicht etwas nicht weiß. Und dann darf man das auch, darf man sich nicht schämen, zu sagen, du weißt was, die Frage finde ich total gut von dir. Aber im Augenblick, sorry, tut mir leid, da kann ich dir keine Antwort drauf geben. Aber weißt du, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann sage ich dir genau, wie sich das verhält. Weil dann habe ich das nämlich recherchiert. Ja, also man muss sich das auch eingestehen. Kein Mensch ist allmächtig, ja, aber man muss sich auch eingestehen, wenn man irgendwann mal wissenstechnisch an seine Grenze stößt. Das ist eben so. Wie siehst du das mit der sozialen Kompetenz? Oh, das ist ja... Weil das haben wir ja meistens, das ist ja das größte Problem. Egal, fachlich kannst du jedem immer etwas beibringen, aber wenn die soziale Kompetenz nicht da ist, dann ist man, glaube ich, auch nicht für diesen Beruf geeignet. Dem kann ich dir nur zustimmen. Ja, also dieses Einfühlungsvermögen, was wir alle 45 oder alle 90 Minuten an den Tag legen müssen, was ich schon sagte, wir sind ja nicht mit der Maschine unterwegs. Das sind Fahrschüler, die, bevor sie ins Auto steigen, ja auch den Tag über oder die Woche über schon bestimmte Dinge erlebt haben. Die kommen aus der Schule, manchmal direkt nach der 6. Stunde bei dir ins Auto oder bei mir ins Auto. Das heißt, die haben jetzt also schon einen strammen Vormittag oder Tag hinter sich gebracht und müssen sich jetzt
auf ein ganz anderes, neues Themenfeld wieder einstellen. So, und die musst du dann in Empfang nehmen. Die musst du immer, wie war es heute, wie ist es gelaufen, ja, gibt es irgendwas Besonderes, ja, okay, brauchst du vielleicht erst eine kleine Pause, ja, gehen die Rauchung, wie die dann sagen, wenn du meinst, du musst jetzt erst eine quarzen. Ja, ich habe 40 Jahre lang geraucht und seit 4 Jahren jetzt nicht mehr. Ja. Dann weiß ich, wie die zum Teil da unter Entzug stehen. Ja. Ja, und dann freuen die sich natürlich einen Keks, wenn du dann sagst, weißt du was, komm her, jetzt mach mal, ja, okay, rauch mal eine, so, und dann geht's los. Ja. Oder wenn dir einer zwischendurch einknickt. Ich sage, wir wissen ja beide, dass mit zunehmender Ausbildung man auch die Erwartungen an den Fahrschüler steigert. Ja? Denn wir haben ja ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinarbeiten, das ist die Prüfung. Und die meisten Fahrschüler möchten ja auch kostengünstig den Führerschein erwerben. Also können wir da nicht nur ein bisschen spazieren fahren, sondern man zieht ja das Tempo, je weiter wir in der Ausbildung voranschreiten, auch an. Ja. Und dann wird es natürlich auch mal ein bisschen anstrengend. Aber man muss dann sehr sensibel sein, wenn man merkt, dass man jetzt vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, so handle ich das auf jeden Fall, dann nehme ich erstmal wieder ein bisschen Tempo raus, damit die wieder ein bisschen Luft kriegen können. Ja? So, und dann fährt man erstmal wieder ein bisschen locker und dann geht es aber wieder ins Eingemachte. Ja? Also wir wollen in jeder Stunde muss was rüberkommen. Das bin ich meinem Kunden, so sehe ich es, einfach schuldig. Mhm. Ja? Kann denn jeder Mensch den Führerschein erwerben? Die Frage ist gut. Also, ich vergleiche das immer damit, leider Gottes bin ich nicht besonders musikalisch. Okay, ja, genau. Okay, also bei mir hat das mit der Musik in der Grundschule in der Blockflöte aufgehört. Okay. Ja? Ich sag mal, wenn ich jetzt Klavier lernen wollte, ja. Ja, dann brauchte ich einmal ein ganz dickes Portemonnaie, ja, und einen Lehrer, der furchtbar geduldig ist. Also vielleicht könnte ich das dann irgendwann, und so kann wahrscheinlich auch fast jeder einen Führerschein erlangen, wenn er genügend Engagement mitbringt. Ja, immer im Bereich der Praxis können wir ihm ja begleiten. Mhm. Aber im Bereich der Theorie, dass wir noch Einzelunterricht anbieten, wie ich es schon gemacht, praktiziert habe, ja, das kann heute, sehe ich so, das kann ich heute nicht mehr leisten. Ja, dafür ist die Marktsituation eine andere, dass ich da 90 Minuten oder 2 Zeitstunden, 120 Minuten mit einem Fahrschüler intensiv Theorie lerne. Ich denke mir mal, jeder Fahrschüler hat einen Vater, hat eine Mutter. Wir haben das Internet, wir haben Laptop, alle Möglichkeiten, die einem gegeben werden. Ja, ich habe ein Lehrbuch, ja, wo ich alle Fragen nachlesen kann. Also, dass jemand die Theorie nicht schafft oder wenn jemand die Theorie nicht schafft, dann denke ich mir mal, in erster Linie ist er da selbst für verantwortlich. Das sowieso, vor allem in der Theorie, da müssen sich die einfach mal hinsetzen und auch mal lernen. Ja? Also, welche Probleme siehst du aber beim Thema Verständnis? Vor allem seit 5 Jahren in der Situation, die viele Fahrschulen ja auch zu kämpfen haben. Wie siehst du das mit dem Thema Verständnis? Mit den Flüchtlingen? Ach so, mit den Neubürgern, ja. Ja. Gut, okay, also, dass sie, um hier Fuß zu fassen, um vielleicht beruflich hier auch Fuß fassen zu können, mobil sein sollten, müssten, dem stimme ich zu. Der Gesetzgeber hat dem ja schon sehr weit Rechnung getragen, indem wir mittlerweile 13 amtlich zugelassene Sprachen haben für die theoretische Prüfung. Das ist die Theorie. Er kann also, der Fahrschüler anderer Nationalität, kann in seiner Heimatsprache üben, in seiner Heimatsprache sich auf die Theorie vorbereiten. Wo ich nur ein Problem mit habe, das sind dann wir, wo wir im Auto sitzen mit jemandem, der dich anlächelt die ganze Zeit. Das ist ein total netter Lieber.
Nur leider versteht er dich nicht. Ja, das stimmt leider. Ja, okay, so, und das ist dann ein bisschen problematisch, wo ich sage, also diese Sprachgrößen müssen also eine bestimmte Sprachkompetenz haben, um eine praktische Prüfung oder praktische Ausbildung, Fahrstuhl machen zu können. Ja. Ich komme nochmal zurück auf die 90er Jahre, wo ich, ja, wo wir sehr, sehr viele Russlanddeutsche hatten, wo ich angefangen habe, Russisch zu lernen. Aber ich bin jetzt nicht bereit, noch 12 andere Sprachen zu lernen, um mich mit meiner Kundschaft verständigen zu können. Ja, ja. Also da muss man auch schon sagen, das ist für die Fahrlehrer im Auto, in der praktischen Ausbildung, doch schon ein Problem. Die Kommunikation untereinander, wo du dann mit Händen und Füßen, ja, mit Aufzeichnen, ja, zum Teil habe ich sogar schon so gemacht, dass ich den Fahrschüler am Fahrbahnrand gestellt habe. Der musste dann aussteigen, hat sich am Fahrbahnrand gestellt und ich habe ihm dann diese Übung vorgefahren, damit er sieht, was ich von ihm will. Ja, und dann haben wir gewechselt. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Hilfsmethode. Wenn der Fahrschüler etwas nicht versteht, egal, das ist jetzt egal, aus welchem Land man kommt, ja, ja. Da, dass man wirklich etwas vormacht, ja, und viele lernen dann halt auch wirklich viel, viel schneller, wenn man es auch mal vorspielt, wenn der Fahrlehrer mal am Steuer sitzt und zeigt, hey, pass auf, so musst du schalten, das ist die Bremsbereitschaft, so musst du da rangehen. Vor allem bei der Motorradausbildung ist das halt nochmal viel, viel besser, etwas vorzumachen, vorzufahren, anstatt es ganze Zeit zu erzählen, zu erläutern. Ja, du sagtest, klar, man hat Schwierigkeiten beim Unterrichten und vor allem mit den Neubürgern ist es ja dann halt auch so, dass man auch dadurch Missverständnisse ja auch bekommt. Ne? Und dann sagt man, ja, so hast du es mir aber nicht gesagt. Und dann ist das so und so. Also das sind so alltägliche Probleme. Ich nenne das keine Probleme. Für mich sind Probleme immer Herausforderungen, die wir dann einfach lösen müssen. Also gemeinsam einen Lösungsansatz erarbeiten. Zum Teil habe ich es eben auch so gemacht, dass ich dann eine zweite Person als Dolmetscher mit im Auto hatte. Denn häufig ist es so, dass eben die jungen Leute, die Kinder, eher der deutschen Sprache mächtig sind wie die Älteren. Weil das ist ein ganz natürlicher Prozess. Die jungen Leute sind oder die Kinder sind im Kindergarten, sind in der Schule, da lernen die Sprache natürlich viel schneller. Und dass die dann eben zu Fahrstunden mitkommen, ist natürlich alles vor Corona gewesen. Ja. So. Und dann haben die eben gedolmetscht. Und wenn es jetzt eine komplizierte Situation gewesen ist, dann muss man einfach mal sagen, okay, pass auf, ja, halt mal hier rechts am Fahrbahnrand an, stopp mal und jetzt besprechen wir das erstmal, was da gerade gewesen ist. Mhm. Denn der Fahrschüler, er muss es ja erstmal verstehen, damit er es beim nächsten Mal nicht nochmal falsch macht. Ja, du erklärst es ihm, er versteht dich nicht, er lächelt dich an, ja, ich weiß nicht, was er nächstes Mal macht, er macht wieder den Fehler, ja. Ja, so. Und da muss man eben so ein bisschen im Laufe der Jahre diese Routine, diese Praxis einfließen lassen, um das so realisiert zu kriegen. Ja, natürlich, es geht dann natürlich auch auf den Geldbeutel, ne? Wenn man dann immer und immer wieder... Denk an das Beispiel mit dem Klavier, was ich dir gesagt habe. Ja, wenn ich Klavier lernen wollte mit zwei linken Händen, ja, es gibt Leute, die können so über Kreuz spielen, ja, ich könnte es noch nicht mal so, dann muss ich eben sehr viel Aufwand dafür treiben, um das irgendwann mal vielleicht mäßig, mehr schlecht als recht, hinzukriegen. Ja. Ja. So, und das ist beim Autofahren ist ja nicht anders. Ja, ich meine, nicht schlecht und so, mehr schlecht als recht, aber ich muss erstmal verstehen, was will der Lehrer von mir? Der Lehrer bringt mir den Stoff bei, den der Fahrschüler braucht, um im späteren Leben klarzukommen. Denn wir tragen ja eine ungeheure Portion an Verantwortung. Denn der Fahrschüler nach bestandener Prüfung fährt der eigenverantwortlich.
Und ich beschreibe das immer so, sag mal, du musst dir jetzt nicht unbedingt was drauf einbilden, dass du den Führerschein bestanden hast. Du hast jetzt die amtliche Berechtigung zum Führen eines Kraftfahrzeuges. Die Statistik sagt aber ganz klar, dass du in etwa 7 Jahre Fahrpraxis brauchst, um einen so großen Erfahrungsschatz zu haben, dass du dich aus brenzlichen Situationen heraushalten kannst, es früh genug erkennst, wenn der Kittel brennt. Ja, und das ist eben bei bestandener Prüfung, jetzt musst du Erfahrung sammeln. Und in dem Zusammenhang möchte ich dieses BF17 im besonderen Maße hervorheben. Eine super Idee, ja, ein Jahr lang begleitend fahren mit Vater oder Mutter oder anderer Begleitpersonen, die dann nach der Führerscheinausbildung mäßigend auf diesen jungen Fahranfänger einwirken. Und die wenigsten krempeln sich ja vollständig um, wenn sie dann 18 sind und sagen, boah, endlich bin ich sie los, jetzt kann ich ja drauf loshacken. Ja? Die fahren, die nehmen ja diesen Fahrstil meist mit, auch wenn sie alleine fahren. Die, die das nicht wünschen, und diese Kameraden kennen wir auch, ja, klar. Ja? Ja, männlich, jung, dynamisch, die kommen ja gar nicht erst mit BF17 um die Ecke, die machen ja den Führerschein sowieso erst ab 18, weil sie dann nämlich ja, vorher machen können. Nur leider siehst du dann häufig genug in der Zeitung, ja, mit irgendwelchen Bildern, wo da so ein Auto mit 4 Rädern nach oben gestreckt liegt. Ja. Hat nicht so gut geklappt. Ja, wie siehst du das mit den Motorradausbildungen? Hat sich denn jemand mal bei dir richtig auf die Schnauze gelegt? Gut, also richtig auf die Schnauze gelegt, nicht schwer verletzt, natürlich aber auch schon mal Blessuren davon getragen. Ja? Und ich kann mich da an eine Dame erinnern, die mit sehr, sehr vielen Fahrstunden, die sie in einer, die hier vor Ort ist, vielleicht müssen wir es rausschneiden, gewechselt hat zu mir. Und das war die Freundin von einem Handwerker, der mal für mich was gearbeitet hat. Und deshalb habe ich mich bereit erklärt, sie bei mir weiter auszubilden. Das ging auch ganz gut voran, weil sie ja schon wirklich eine gehörige Menge an Fahrstunden hatte. Sie mir dann aber kurz vor der Prüfung, also wir waren jetzt hier im Bereich ungefähr 30, 40 normale Stunden, also noch nicht mal die Sonderfahrten, damit draufgerechnet, bei der Gefahrenbremsung vorne überbremste und dann die Bremse nicht schnell genug wieder aufgemacht hat, sondern an der Bremse blieb und die Lenkung knickte ein, sie stürzte und hat sich dann den Arm angebrochen. Ja? Und das war also versicherungstechnisch war das also schon eine Herausforderung, weil ihre Krankenkasse, also die von dem gestürzten Fahrschülerin, von dem Mädchen, mich in Regress nehmen wollte, weil ich das Können unterschätzt hätte oder die Anforderungen zu hoch für die Dame gewesen waren. Und so musste ich anhand eines detaillierten Ausbildungsnachweises, Planes, ja, also aufzeigen, ja, nachweisen, dass sie in dem Ausbildungsstand mit der Menge an Stunden eine Gefahrbremsung aus 50 km/h hätte schaffen müssen, weil wir standen ja kurz vor der praktischen Prüfung. Aber das ist dann immer, das weiß jeder Fahrlehrer, Motorradausbildung, ja, da stehst du immer mit einem Bein in der Haftung oder vor dem Kadi. Ja. Das ist ja nun mal leider so. Aber ansonsten, toi, 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 ja, sind wir da bisher immer ganz gut von abgekommen. Ja. Sehr gut. Wie, wann bist du wirklich zum Entschluss gekommen, die Fahrschule abzugeben? Und war es dann auch leicht für dich? Gut, okay, also zu dem Entschluss gekommen bin ich im November, Dezember letzten Jahres. Ja, da hatten sich also im privaten Umfeld Dinge ergeben, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir vielleicht ein bisschen kürzer treten und die Zeit, die einem noch bleibt, ich sag mal,
mit 62 Jahren darf man schon mal über solche Dinge nachdenken, ja, dass man dann sagt, okay, jetzt sind die jungen Dynamischen dran und ich freue mich ungemein, einen Nachfolger gefunden zu haben, wie den Teufel, der mit so viel Engagement in dieses Geschäft einsteigt. Das ist also, hätte ich mir fast gar nicht träumen lassen, dass ich jemand finde, der wirklich an einem Einzelladen im Kalletal so viel Interesse hat und sagt, okay, ja, ich führe das fort. Das ist also etwas, danke dafür. Ja, gerne. Also ich sehe ja sehr viel Potenzial in Kalletal, in Hohenhausen und natürlich auch, ich schätze auch deine Arbeit sehr. Und ich schätze dich auch sehr als Mensch. Und ich meine, allein schon, dass wir so beide den gleichen Gedanken hatten, du mich eigentlich einen Tag vorher anrufen wolltest, aber ich sozusagen einen Tag dran war und habe dich angerufen, habe gesagt, willst du den Laden abgeben, habe ich bekommen. Und da hast du gesagt, ja, ich wollte dich auch noch anrufen, deswegen. Ja. Also so ist er ins Rollen gekommen. Und ich meine, es muss ja alles passen, ne? Und von unserer Seite aus, von meiner Seite aus passt alles und ich hoffe, bei dir passt auch alles, sonst würden wir wahrscheinlich hier sitzen. Gut, okay, also ich möchte in dem Zusammenhang natürlich auch den vielen, vielen Fahrschülern danken, denn ich sag mal, das ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit, so eine Fahrschule ist ja kein Selbstläufer und du musst also permanent immer mit den Leuten arbeiten und es muss, ich sag mal, von A bis Z, von Anmelden bis Zahlen, muss das System schlüssig sein. Ja, so, und da kann man sich nur bei den Fahrschülern bedanken, sagen, schön, dass ihr mir die Treue gehalten habt, dass so viele den Weg zu mir gefunden haben und natürlich auch die Eltern. Ja, denn ich sag mal, die Eltern, das wissen wir beide, beeinflussen ja auch im entsprechenden Maß die Auswahl der Fahrschule. Das macht ja nicht nur der Fahrschüler, sondern die Eltern. Auf dem Dorf ist es auf jeden Fall so, in Kalletal. Ja, ja. Den alten Lipper da hinterm Berg. Ne? Den Lipper, der soll ja angeblich ein Sturhaber sein. Aber nein, ich habe viele angenehme Erfahrungen gemacht. Ich kann das nicht bestätigen. Ja? Ja, also da freue ich mich drüber. Das ist so, dass wir beide das so voneinander gebracht haben. Ja? Und dass du das so auch in meinem Sinne, denke ich mir, mal weiterführst. Und die Fahrschüler müssen sich also keine Sorgen machen. Ja, also das wird ja eins zu eins. Ja. Der Christian bleibt ja im Geschäft, der vielen bekannt ist. Genau. Ja, denn wir teilen uns das ja zum Teil auf. Da die Fahrschüler ist vielen Fahrschülern bekannt. Die Räumlichkeiten bleiben vor Ort. Die Öffnungszeiten, glaube ich, bleiben in etwa auch die gleichen. Ja. So, also es läuft eigentlich alles weiter, nur dass ich nicht mehr an Bord bin. Ja, so, da ist der Captain auf dem Dampfer. Ja, und ich muss auch wirklich dazu sagen, dass der Christian Langer ein sehr, sehr guter Fahrlehrer ist, den du ja bei dir hast. Und der ist auch sehr, sehr engagiert und der wird natürlich auch bei uns dann weitermachen und freut sich auch darüber, dass er einen neuen Arbeitgeber hat und er wird auf jeden Fall mit Herz und Seele weitermachen. Ja. Jeder, der Christian kennt, weiß auch, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Fahrlehrer ist. Das kann ich bestätigen. Ja, okay. Also das ist, wenn was er da so, ich sag mal, im Besonderen auch die Zweiradausbildung, wo er da mit so viel Engagement, mit Leib und Seele dabei ist, ja. Und ihm macht auch das Wetter nichts aus. Ja, ja, okay, wo wir vielleicht das eine oder andere Mal sagen würden, na, soll ich bei diesem Wetter, muss ich jetzt unbedingt Motorrad ausbilden? Gut, okay, aber es gibt für Motorradfahrer gibt es kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja. So, und da sind wir als Fahrschule so ein bisschen mit in der Pflicht, was die Schutzkleidung selbst bringt der Fahrschüler mit. Aber ich habe auch so vielfältige Regenkombis, angefangen von so kleinen Knöpfen mit 1,60 Meter bis über 2 Meter. Und dann kriegen die eben von mir bei schlechtem Wetter Regenausstattung gestellt, ja, damit sie dann nicht. Jetzt jemand einfällt. Ja, alles gut. Ja, es ist,
klingelt immer irgendetwas. Aber naja, ist ja nicht egal. Ist doch kein Problem. Mhm. Das soll uns nicht stören, wir machen einfach weiter, das schneide ich auch nicht aus. Wir sind doch hier nicht in einer Verkaufsveranstaltung. Nein, nein, natürlich. Ja, das ist ja hier ein vollkommen authentischer und harmonischer Interview, Gespräch zwischen zwei Kollegen, ja, zwischen einem ehemaligen Inhaber und dem Nachfolger. Ja, 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 das mit den Kollegen ist halt immer so eine Sache, ne? Vor allem hier in dem Kreis. Gut, okay, wenn ich mal nochmal das aufgreifen darf, wo ich mich mit Lutz Rüdiger Anfang der, oder nicht, Entschuldigung, Anfang Mitte der 80er Jahre Lemgo selbstständig gemacht habe, hatten wir also wenig Freunde, sage ich mal einfach so in Lemgo, weil wir kamen beide nicht aus einer Familie, die schon eine Fahrschule hatte und wir dann einfach das nur fortführen mussten, sondern wir sind auch von Null gestartet im Grunde genommen und hatten da also sehr wenig Verständnis bei den Lemgoer Kollegen, die dann so ein bisschen skeptisch und zurückhaltend uns gegenüber waren. Ja, also, aber man konnte das dann sehr schnell durch Engagement und durch Leistung halt zeigen, okay, hier sind wir. Ja. So, und das läuft heute immer noch so. Ne? Ja, das hat sich halt so ergeben. Ja, ja. So, und, aber das kannst du also nicht realisieren, indem du nur einen 7,5-Stunden-Tag hast. Das muss man ganz klar sagen. Ich kann nur aus meiner Sicht sprechen. Ja. Also außer der regulären Fahrstunden sind da also noch sehr, sehr viele Dinge, die am Rande noch erledigt werden müssen. Die Zusammenarbeit mit dem Straßenverkehrsamt, die Zusammenarbeit mit dem TÜV, die Organisation von Prüfungsplätzen. Und last but not least muss ich für mich wieder sagen, ohne meine Frau hätte ich das nicht stemmen können. Mhm. Ja, das muss man so auch nicht erkennen. Ja. Ja, ich wollte mich recht herzlich bei dir bedanken für die tollen 40 Jahre, die du in Kannetal aufgeopfert hast. Und freue mich auf die Zukunft in Kannetal-Wohnhausen, um da wirklich weiterhin die Leistung anzubieten und wirklich kundenorientiert zu arbeiten. Und danke, dass du da warst. Und ich darf dieses Kompliment nur zurückgeben. Auch ich freue mich, einen so kompetenten Partner für Kannetal gefunden zu haben, der die Fahrschule in meinem Sinne weiterführt. Nur eine Generation. Ja. Eine Generation jünger. Danke, vielen Dank. Vielen Dank.